Hallo und recht herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zur heiß ersehnten Verlosungsfolge des vierten Turnieres hier auf meinem Kanal Data's Unique Independent Tournament. So heißt das vierte Turnier. Mike hat sich diesen Namen ausgedacht, habe gedacht, komm, fuck ich nicht lange, ich nehme diesen. Mike nimmt allerdings diesmal an diesem Turnier nicht dran teil, aber wir haben viele, viele neue, aber auch alte Gesichter. Natürlich habt ihr jetzt hier nur Namen, auch keine Gesichter, aber ist ein bisschen persönlicher. Und das Allerschönste dabei ist, nicht nur, dass es das vierte Turnier ist, sondern dass es auch so gut ankommt, sondern ihr könnt nicht vorspulen. Nein, Spaß. Also, es ist jetzt ein Live-Event. Natürlich nicht live in dem Sinne, dass ich jetzt gerade live, wirklich live bin, aber ihr seid jetzt live dabei. Ich hoffe, hier sind jetzt einige mit in den Chat. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen, weil die Spannung ist groß. Ich weiß, ihr könnt es nicht abwarten. Ihr denkt euch, boah, bitte zieht doch jetzt einfach schnell, weil ich bin selber nervös. Weil die Schwierigkeit ist die, die ersten vier Teilnehmer, also die ersten zwei Paarungen, müssen schon jetzt dieses Wochenende die Kämpfe absolviert haben, damit ich am Sonntag spätestens die Kämpfe habe, damit wir die am darauffolgenden Freitag auch online schalten können. Das wäre natürlich sehr, sehr stark. Ich möchte nicht wieder zwei Wochen Pause haben dazwischen, also Wartezeit. Ansonsten müssten generell sowieso die ersten sechs Paarungen, also sprich die ersten 12 Teilnehmer, die ich jetzt gleich ziehen werde, müssen dann innerhalb einer Woche die Kämpfe absolviert haben. Ansonsten die anderen Teilnehmer, ihr habt alle Vorrang, ihr dürft auch schon die Kämpfe machen. Ist nicht so, dass ihr jetzt warten müsst, ihr könnt auch schon kämpfen. Aber natürlich könnt ihr ein bisschen Looky-Looky machen beim Gegner und könnt schauen, was die so für Dinos genommen haben, weil dieses Turnier ist ein bisschen besonders. Die Vorrunde wird nur gewöhnliche Dinos sein. Dreier-Dinos, Herdentiere sind komplett erlaubt, egal welche Kategorie, sind erlaubt. Und dann im Achtelfinale kommen seltene Dinos. Und man darf auch nicht dann gewöhnliche mit reinpacken oder höher, es muss selten bleiben. Daraufhin würde ja natürlich logischerweise episch kommen, da es aber das letzte Turnier ein episches, komplettes Turnier war, will ich episch überspringen und wir gehen sofort auf legendär. Danach natürlich einzigartig und das Finale würde Apex sein, was natürlich sehr krass ist. Wenn ich ins Finale komme, Apex wäre bei mir, uje. Aber egal, schauen wir einfach mal. Und ich würde sagen, bevor wir drehen und ich euch endlich erlöse von dem Leid, wer gegen wen kämpft. Ich bin selber nervös, weil während ich rede, weiß ich es ja selber noch nicht, weil mein Name steht auch da drinne. Beim letzten Turnier wurde ich gezogen und musste leider auch direkt schon kämpfen. Ich war nämlich einer der ersten sechs Paarungen. Ich war nämlich der fünfte Kampf. Ich hoffe, das wird diesmal nicht so sein. Aber bevor ich ziehe, würde ich sagen, ich mache mal eine Vorstellungsrunde. Wir präsentieren jetzt hier einfach mal die Teilnehmer. Viel Spaß.
So, das war natürlich auf jeden Fall sehr schön anzusehen. Wir haben jetzt gesehen, welche Bündnisse mit am Start sind. Das ist nämlich auch eine Besonderheit. Wir haben diesmal nicht wie letztens 12 Bündnisse, sondern jetzt haben wir 15 Bündnisse, die mitmachen. Auf jeden Fall eine sehr geile Sache, dass so viele Bündnisse Interesse an meinem Projekt haben. Feier ich, fühle ich und kann einfach nur Danke an alle Teilnehmer sagen und auch die fleißigen Zuschauer. Meine deutsche Sprache, schwere Sprache. Und ich würde sagen, wir ziehen jetzt die ersten 4 Teilnehmer relativ schnell, damit wir wissen, wer zuerst zu leiden hat. Ne, tut mir leid, aber wer muss als allererstes ran? Besonders der erste Name, das ist natürlich jetzt auch so eine Sache. Und let's go. Und wer wird der erste Teilnehmer werden? Atemlos. Nein, atemlos. Einer der sympathischsten Leute auf jeden Fall hier bei mir auf dem Discord-Kanal. Wirklich, ich bin so froh, dass du gejoint bist und es tut mir so schrecklich leid, dass du auch noch der Erste bist. Das ist nicht gescriptet oder sonstiges. Atemlos ist, tut mir wirklich leid. Du bist auf jeden Fall der erste Teilnehmer. Ich kicke ich jetzt auch raus, das darf ich nicht vergessen. Ich habe schon immer irgendwie ein bisschen verkackt dabei, dass ich dann die Verlosungsfolge nochmal machen musste. Deswegen, da jetzt denke ich daran. Und, also die damaligen Turniere, das ist jetzt alles hier First Try. Ich hoffe, das bleibt doch dabei. Der Gegner von Atemlos wird sein... Rex Hulk. Okay, Rex Hulk wird dein Gegner sein. Und, was ich auch dann erwähnen könnte, dich kicke ich, bevor ich es vergesse. Also der erste Kampf steht jetzt fest. Und ihr müsst nicht, ist wie beim dritten Turnier. Es ist nicht so, dass derjenige, der zuerst gezogen wird, dann Heimvorteil hat und die Aufnahme hat. Heimvorteil hat man in dem Sinne ja eh wirklich nicht. Ihr könnt euch absprechen, wer die Aufnahme macht. Also, ihr seid frei, guckt einfach, wer die Aufnahme machen möchte und alles ist gut. Dann würde ich sagen, wir gehen zu den nächsten 2 Teilnehmern rüber. Und der nächste Kampf wird sein... Oh mein Gott, Gott sei Dank. MOD oder Mods. Ich denke MOD, kannst du mal schreiben, wie du genannt wirst. Ich mir jetzt gerade das Herz so in der Hose runtergerutscht. Gott sei Dank, ich nicht. Aber MOD, du bist am Start. Aber ganz ehrlich, eigentlich ist es auch gar nicht ungeil, direkt gezogen zu werden und einfach den Druck von den Schultern wegzuhaben. Ich kam jetzt 2-mal hintereinander ins Halbfinale, bin auch stolz drauf, aber ich habe irgendwie das Gefühl, diese Glücksphase wird enden. Naja. Und MOD, dein Gegner wird sein. Fips. Fips wird dein Gegner sein. Damit steht der 2. Kampf fest. Dich kicke ich jetzt auch. Und damit trifft es euch 4 leider. Ihr müsst jetzt dieses Wochenende schon die Kämpfe bestreiten, damit ich diese spätestens am Sonntag habe. Weil der erste Kampf wird für mich am meisten natürlich Arbeit unterbreiten. Weil ich habe halt, genau, das kann ich jetzt auch erwähnen, es wird einen neuen Planeten geben. Nicht mehr den Lava-Planet. Und es wird auch, das ganze Schlachtfeld wird anders aussehen. Ich habe mir da ein bisschen Mühe gegeben. Ihr kennt das ja, wie ich das handhabe. Und ich hoffe, ihr freut euch darauf. Nicht nur ein banales Turnier, sondern auch ein bisschen Aussehen. Deswegen bin ich sehr gespannt, was ihr davon haltet. Und ich würde sagen, ich fackel nicht lange. Wir gehen zum 3. Kampf über. Und wer wird der erste vom 3. Kampf werden? Ach, wenn ich meinen Namen lese. Olli Raptor. Olli Raptor ist ein weiterer Teilnehmer. Dich kicke ich. Natürlich könnte ich jetzt erwähnen, wer alles das erste Mal dabei ist, aber dann würde ich jetzt die Verlosungsfolge so in die Länge ziehen. Das brauche ich nicht. Und ich weiß, Olli Raptor ist jetzt mega nervös, wen ich ziehen werde. Und ich erlöse dich jetzt von dem Leid. Und ich ziehe. Wer wird dein Gegner werden? Rent to Kill. Rent to Kill wird dein Gegner sein. Dich kicke ich jetzt auch. Unser Turniersieger übrigens, Muskelspinne 90 vom letzten Turnier, ist auch mit dabei. Also, wird heiß. Wir schauen auf jeden Fall, ob Muskelspinne einen Fluch hat und in der Vorrunde rausliegt oder seinen Titel verteidigen kann. Mal schauen. Also wir hatten noch keinen, der 2-mal hintereinander gewonnen hat. Wir drehen das Rad. Und der nächste Kämpfer... Minimi. Ganz knapp an meinen Namen vorbei. Minimi, du gehst rein. Und dein Gegner wird sein.
Nein. Ah, okay. Isa. Oh, ein weibliches Duell. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, wer da weiterkommt. Das ist nämlich auch schön, dass hier nicht nur Jungs am Start sind, sondern auch Mädels. Freue ich mich wirklich sehr, dass das so gut bei euch ankommt. Ist natürlich schade, weil ich glaube, von dem Anteil sind es natürlich, ist der männliche Teil schon stärker vertreten. Natürlich kann man bei vielen Namen nur erahnen, dass das vielleicht Mädchen, Junge ist, ne? Also Mann, Frau, tut mir leid. Und ja, ich kicke ich jetzt. Aber freue ich mich trotzdem, dass so viele Mädels mit am Start sind. Das ist auf jeden Fall eine Bereicherung fürs Turnier. Und wir ziehen jetzt mal den nächsten Kampf. Und derjenige wird sein... Sieht nach mir aus. Delta, ich bin am Zug. Ach nö, ist das schon wieder? Nein, ist das gerade der fünfte Kampf? Ich weiß es gerade gar nicht. Weil ich habe das ja nicht hier jetzt die Liste. Ihr seht jetzt so schön mit den Turnierbaum. Ich mache das ja alles dann im Nachgang. Och nö. Ich bin jetzt schon wieder. Okay. Delta, wer wird dein Gegner sein? Also wer darf gegen mich antreten? Und mein Gegner wird sein? Bin selber nervös. Eule. Eule wird mein Gegner sein? Ich glaube, Eule ist weiblich. Bin ich mir nicht... Ich glaube, Eule ist weiblich. Ich meine, über Discord geschrieben zu haben und ich meine, ein weibliches Bild gesehen zu haben. Ich glaube, ja. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Freue ich mich. Wir müssen ran. Ich kicke ich jetzt auch und ich fackel nicht lange. Ich drehe wieder und der nächste Teilnehmer wird sein... Stampfinger. Stampfinger ist am Start. Dich kicke ich und dein Gegner wird sein. Quick. Quick wird dein Gegner sein. Und tut mir auch leid, ich würde gerne euch immer sagen, ich weiß wirklich viele Teilnehmer, in welchem Bündnis die sind und dann sagen, boah, Bündnis intern, aber es ist nicht immer so einfach, ich wiederhole, es sind 15 Bündnisse mit am Start und ich schreibe mit so vielen auch über Discord privat oder schreibe in den Discord, ist es wirklich nicht einfach. Also wenn ich mal irgendwelche Infos nicht preisgebe oder so, nicht weil ich keinen Bock habe, sondern einfach, es ist wirklich schwer. Aber das soll euch nicht stören. Ihr wollt wissen, die restlichen Teilnehmern, wer jetzt noch am Start ist, wer gegen wen kämpft. Und das erfahren wir jetzt. Der nächste Teilnehmer ist Daniel. Daniel, auch erstmalig mit dabei. Du wirst antreten gegen... Gegen Steve oder Stevel. Keine Ahnung, kannst du selber schreiben. Ich denke, Steve und L wird vielleicht der Nachname sein oder Stevel. Auf jeden Fall cool. Dich kicke ich. Damit steht ein weiterer Kampf fest. Und wir fackeln wieder nicht lange. Ich hoffe, das Blaue bleibt noch ein bisschen bestehen. Von dem Drehrad. Und. Stefan! Ja, Stefan hat ja im letzten Turnier die Rache wahrgemacht. Ich konnte ihn ja im zweiten Turnier besiegen, im dritten wollte er die Rache nehmen und ich flog leider im Halbfinale gegen ihn raus. Ich weine immer noch in den Schlaf. Aber egal, soll dich nicht stören. Du bist mit dabei und dein Gegner wird sein. D2. Frage ich mich, bist du Star Wars Fan? Ich weiß, ist nicht R2-D2, aber wie kommt man auf E2-D2? Kannst du mir gerne mal schreiben oder gerne auch hier in die Kommentare. E2-D2 klingt sehr Star Wars mäßig. Damit steht ein weiterer Kampf fest. Dich kick ich. Und jetzt will ich so überlegen, es sind noch viele Teilnehmer. Ich schätze, wir haben erst die Hälfte. Natürlich, ihr seht das jetzt direkt. Ich will überlegen, ob ich einen Kaffee hole. Soll ich mir einen Kaffee holen? Soll ich gleich weitermachen? Ihr könnt nicht vorskippen, ne? Außer natürlich diejenigen, die jetzt nachträglich geguckt haben. Ihr habt Glück, ihr könnt jetzt vorspulen. Aber ich will euch nicht weiter auf die Folter sparen. Wir schauen uns den nächsten Fight an.
Und Sumisu. Sumisu, auf jeden Fall ein cooler Name. Das soll jetzt nicht klischee-mäßig klingen, aber klingt irgendwie asiatisch. Kannst du mal gerne sagen, ob du Asiatin bist. Ich weiß, dass es weiblich ist, aber mehr weiß ich nicht. Dich kick ich und dein Gegner wird sein. Heavy Runner 2267. Das wird dein Gegner werden. Dich kick ich jetzt. Und wir nähern uns dem Ende. Sind nicht mehr viele Teilnehmer, aber die Teilnehmer, die jetzt natürlich hier sind, sind nervös. Und wir schauen mal, wer ist wieder mit am Start. Bandit 600, erstmalig mit dabei. Dich kick ich und dein Gegner wird werden. K-Doc. K-Doc wird dein Gegner sein. Damit steht ein weiterer Kampf fest. Ich kicke ich allerdings jetzt. Oh schön, so viel Blau nur noch. Hatte echt Sorge, ob das Drehrad immer gleich drehen würde, aber ist nicht so, weil Steffi sehe ich und sie war auch damals in den Anfangskämpfen dabei. Deswegen, sie kam auch nicht so spät dran. Also alles gut mit dem Spinnrad. Ich hatte einfach nur Pech, dass es mich wieder trifft. Ich würde echt mal gerne wissen, ich sehe das jetzt gerade nicht, aber wenn ich die Folge bearbeite, bin ich mal gespannt, ob ich im fünften Kampf bin. Das wäre echt mega Pech für mich. Aber egal, dann habe ich es hinter mich. Und ich würde sagen, ich drehe wieder. Der Turniersieger vom dritten Turnier ist ja noch am Start. Aber wird nicht gezogen, sondern Geisengeneral. Geisengeneral wurde gezogen. Dich kick ich und dein Gegner wird werden. Gerade von geredet. Steffi. Steffi, du trittst gegen Geisengeneral an. Glückwunsch dazu. Möge der Bessere gewinnen, wie auch hier alle Teilnehmer. Dich kick ich. Und let's go. Wer wird der nächste Teilnehmer werden? Mr. Cena. Mr. Cena ist auch schon... Ich habe nämlich letztens auch im Discord geschrieben. Ich meine, von allen ist nämlich auch ein schöner Funfact. Mr. Cena, Stefan, also SFESL95, genannt Stefan, und meine Wenigkeit sind die einzigen, die bei allen vier Turnieren mit dabei waren. Ist mal eine Erwähnung wert, aber ne, muss euch natürlich nicht stören. Mr. Cena, du bist dran und dein Gegner wird werden. Nein, Potato. Ich weiß nicht warum, aber ihr beide habt irgendwie ein Magnet. Ihr beide werdet oft gezogen und das ist wirklich alles Zufall, weil ihr wart damals der allerletzte Kampf. Deswegen kann das nicht passen, ist einfach mega Pech für euch. Ich weiß nicht, warum ihr beide mal gegeneinander kämpfen müsst. Damit steht ein weiterer Kampf fest und ich drehe, es sind noch 2, 4, 6, 8 Teilnehmer. Also passt das, ich hätte Angst, dass ich vielleicht irgendwo mal vergessen habe zu kicken oder so. Aber bis jetzt passt es. Wir ziehen die nächste Paarung. Und die nächste Paarung wird werden Timera. Timera ist in der nächsten Paarung und dein Gegner wird werden Bi Bueno. Auch ein interessanter Name. Ich denke irgendwie direkt so an Spanisch oder Kinder Bueno. Ja, ich weiß. War jetzt nicht gut. Ich kick dich jetzt einfach mal und würde sagen, wir gehen weiter und schauen, wer von den letzten Teilnehmern jetzt noch gezogen wird. Sleepy, das steht schon fest, weil er dreht noch so langsam. Sleepy ist ein nächster Teilnehmer und dein Gegner wird werden. Vielleicht auch noch der Turniersieger. Ist auch schön farblich. Letzte Farbe in Grau, Schwarz, wie man es nennen möchte. Aber eher so ein Grauton. Ist doch clumsy. Mein ehemaliger Rivale im alten Bündnis
freut mich auch, dass er auf jeden Fall wieder mit dabei ist. Dich kicke ich und damit stehen die vier letzten Teilnehmer fest. Aber wer wird hier gegen wen spielen und wer wird gegen den Turniersieger spielen? Das ist natürlich eine Sache. Ich weiß ja, dass K2Evan, er möchte definitiv noch ein bisschen zeigen. Vom letzten Mal, da ist er nämlich in der Vorrunde rausgeflogen und er ist auf jeden Fall ein sehr starker Turnierspieler. Es wäre natürlich heftig, wenn Muskelschwindel gegen K2Evan direkt kämpft. Bin ich mal sehr gespannt. Und ich ziehe mal den ersten Teilnehmer von den letzten beiden Kämpfen und es ist der Turniersieger. Der Turniersieger ist dran und wer von euch dreien darf gegen den Turniersieger oder beziehungsweise muss gegen den Turniersieger antreten? Ist wirklich heftig. Ihr habt auf jeden Fall einen harten Brocken vor euch. Aber wer wird der Wehleidige sein oder der Glückliche? Ah, okay, K2Evan. Okay, das ist natürlich ein heftiges Match. Also, er ist ein starker Turnierspieler, aber Muskelspinne ist im letzten Turnier nicht umsonst Turniersieger geworden. Das heißt, es wird ein starker Spieler definitiv rausfliegen. Das steht fest. Gut für mich. Gut für uns alle. Aber wir müssen alle selber erstmal unsere Vorrunde schaffen. Deswegen, ich nehme jeden Fight ernst. Das Problem ist, ich weiß ja meinen Gegner noch auswendig im Kopf. Eule. Ich habe keine Ahnung, wie sie kämpft. Das ist ja ein großes Problem. Ich weiß nicht, wie sie kämpft. Und das kann Überraschungen machen. Deswegen sind vielleicht alte Gesichter eher besser, wenn man weiß, okay, der kämpft so und so. Aber naja, schauen wir mal. Damit steht auch der letzte Kampf fest. Aber ich kann ja mal jetzt euch einfach zeigen, wie gesagt, letzter Kampf steht fest, aber wen hätte ich gezogen? Und wen hätte ich gar nicht gezogen? Also Manuel, hätte ich gar nicht gezogen. Damit kommen wieder alle zurück. Und damit stand auch jetzt der letzte Kampf fest. Ich hoffe, euch hat die Verlosungsfolge gefallen. Ich habe es jetzt versucht, mal so ein bisschen runterzurattern. Damals habe ich natürlich ein bisschen mehr Zeit investiert, ein bisschen mehr zu schnacken. Aber bei 32 Teilnehmern möchte ich euch auch nicht auf die Folter spannen. Freue mich auf dieses Projekt. Hat mich auch gefreut, dass du live mit dabei warst, beziehungsweise hier im Live-Chat. Und ich kann jetzt natürlich nicht lesen, was ihr schreibt in der Zukunft, weil, wie gesagt, die Folge habe ich noch nicht bearbeitet. Aber ich denke, es haben einige geschrieben und ich werde fleißig mitschreiben. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann Freitag hoffentlich beim ersten offiziellen Eröffnungskampf. Ob ich diesen auch live mache, weiß ich noch nicht. Schaue ich mal, wie ich es zeitlich schaffe. Ansonsten habe mich gefreut, dass du dabei warst. Auch an alle Zuschauer, dass ihr mit dabei wart. Und besonders an die Teilnehmer und deren Bündnisse. Wirklich Dankeschön. Und falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, sorry, Eigenwerbung muss sein, weil es gucken wirklich viele dieses Let's Play von Jurassic World Alive, haben mich leider nicht abonniert, deswegen tut mir gerne einen Gefallen, damit ich ein bisschen Reichweite generieren kann oder ihr natürlich auch gesehen werden wollt. Ja, ich habe jetzt zum jetzigen Stand 195 Abos, keine Frage, stark, bin ich auch dankbar, aber wie gesagt, bei Jurassic World sind viele da, die nicht abonniert haben, also wenn ihr noch nicht abonniert habt und möchtet mich gerne unterstützen, lasst gerne ein Abo da, ein Like, ein Kommentar. Das hilft mir sehr, würde mich auch sehr freuen, weil ich stecke wirklich viel Liebe, viel Arbeit rein. Ich bin froh, wenn ich das sicher machen muss, weil es nervt mich ja selber, euch das zu sagen. Weil Werbung ist nicht schön, aber sonst von nichts kommt nichts. Von daher, ich wünsche euch alles Gute, viel Gesundheit und vor allem den Teilnehmern viel, viel Glück. Auch mir. Ich möchte endlich mal ein Turnier gewinnen. Ich will nicht mehr im Halbfinale rausfliegen. Ich bin ein gebrandmarktes Kind. Ich kann nicht mehr. Ich wünsche euch alles Gute. Macht's gut. Ciao. If the sky is breaking down, if the lightning comes to strike, I'll be the projection on the wall.